Es ist ein sehr persönliches Video. Ich möchte dir etwas erzählen von einer Geschichte von mir und mit der du sicherlich ganz viel anfangen kannst in deinem Leben. Und deshalb nimm dir die Zeit und setz dich einfach hin, weil es sind diese 10 Minuten, die ich mir damals genommen hatte, wo jemand mir genau das erzählt hat, nicht genau in dieser komprimierten Form, wie ich es jetzt gleich tun werde, euch erzählen, aber die mein Leben für immer verändert hat. Und das Einzige ist auch das, der Grund, warum du mir jetzt zuhörst, weil ich damals jemandem zugehört habe. Sonst hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit, vor dir zu sprechen. Und das fiel alles an, mit einem Willen fing es an. Mit einem Willen. Ich habe angefangen mit YouTube vor knapp 5 Jahren. Es war niemand da, der mir gesagt hat, die und die Kamera brauchst du, das und das Schnittprogramm brauchst du, so bearbeitet man deine Thumbnails und so weiter und so fort. Niemand. Es war niemand da. Es ist auch okay und ich bin auch dankbar dafür, weil desto mehr konnte ich lernen, desto mehr konnte ich mir selbst zutrauen und wachsen. Und ich möchte euch eine Sache sagen. Ich habe so viele Videos hochgeladen mit wenigen Aufrufen und ich war manchmal wirklich in Tränen nah, weil ich so oft so viele Stunden gebraucht habe, um dieses Video zu machen. Und es wurde nicht von YouTube empfohlen wirklich und es tat mir irgendwie weh, weil wirklich so viel Lebenszeit damit verloren gegangen ist und ich Menschen damit helfen wollte und es hat irgendwie nicht funktioniert. Doch ich hatte diesen einen Willen, wisst ihr? Ich hatte diesen einen Willen. Ich habe mir gesagt, ich brauche dieses eine Video, dieses eine mit 100.000. Und immer wieder, wenn ich ein Video hochgeladen habe, ist es das und es war es wieder nicht. Und es war wieder nicht das und es war wieder nicht das und es war wieder nicht das. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt, diese 100.000. Und irgendwann kam es. Es kam einfach. Es kam. Ich habe eine Kleinigkeit verändert und dann kam das Video. Und die nächsten anderen hatten auch noch 100.000 Aufrufe. Und so ist mein Kanal extrem gewachsen, innerhalb von einem Monat über 10.000, 20.000 Abonnenten dazu bekommen. Und es hat mein Leben verändert. Und ich möchte dir sagen, wie ich das gemacht habe. Weil ich weiß, es gibt irgendetwas da draußen, was du dir wünschst. Und jetzt sofort es dein Leben verändern würde, wenn du das haben könntest. Oftmals wissen die Menschen nicht, was sie wirklich brauchen, aber dann wird es dir halt eben was anderes gegeben, was du brauchst auf dem Weg, denn der Weg ist das Ziel, aber ich fange jetzt einfach mal an. Wenn du deine Ziele erreichen willst und jeder hat Ziele, wenn du dein Potenzial voll ausschöpfen willst und jeder will wissen, wozu er fähig ist, denn viele kratzen gerade an der Oberfläche zu dem, wozu sie eigentlich fähig sind. Wenn du erwartest, dass dein oder deine Träume wahr werden, musst du ein Master der Visualisierung werden. Für all diejenigen, die jetzt sagen, was zum Teufel, wovon spricht er da? Ich rede hier nicht von Meditations-Wuhus oder spirituellen Dingen. Ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Wissenschaftsfanat. Es ist immer Wissenschaft, Recherche und Evidenz in meinen Videos. Und Visualisierungen ist mit keinem Wort auf diesem Planeten zu beschreiben. Es ist ein Gefühl und ein Wort eher wie eine Fähigkeit. Wir kommen auf die Welt mit keiner Sprache. Diese ist erfunden, damit wir uns verständigen. Was nicht erfunden ist, ist das Augenlicht und genauer Bilder. Bilder in deinem Kopf. Jeder hat Bilder im Kopf. Dafür braucht es keine Sprache. Unser Kopf, unser Wesen läuft nicht auf Sprache. Sprache ist ein erfundenes Tool. Der Mensch läuft auf Bildern, denn es ist das, was jeder bekommt von Geburt an. Egal welcher Herkunft, Religion, reich, arm und so weiter. Jeder hat sicher davon gehört, das Gesetz der Anziehung. Jeder hat schon mal davon gehört, Visualisierungen. Jeder hat schon mal von dem Wort Manifestation gehört. Manifestieren. Doch ich nenne es Signale sehen. Dein Gehirn hat ein System. Das retikuläre aktivierende System. Es ist ein Netzwerk von Neuronen in deinem Hirnstamm. Und sein Job ist was? Es ist ein Filtersystem. Es ist ein System, das dem Gehirn erlaubt, bestimmte Informationen als relevant, bestimmte als irrelevant einzustufen. Es blockt quasi andere Informationen. Ihr kennt es zum Beispiel. Wenn ihr mit jemandem diskutiert, bestimmte Menschen blenden bestimmte Informationen einfach aus. Das macht ihr Gehirn, weil sie es so programmiert haben. Dies macht dieser Mensch nicht bewusst. Sie sind resistent. Ich schiele hier auf die Politiker. Eine Injektion ist das Einzige, was hilft gegen ein Virus, nicht das Immunsystem oder die Gefäße zum Beispiel. Und jeder, der anderer Meinung ist, wird entlassen. Daher ändert man einen Menschen nicht direkt, da man nur Symptome bekämpft. Aber die Ursache ist die Programmierung des retikulären Filtersystems im Kopf. Rate mal, wer dieses Programm programmiert. Du. Und die Personen aus deiner Vergangenheit. Du entscheidest alleine.
Du bist die einzige Stimme in deinem Kopf. Wer darin eine tragende Rolle hat, aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Vergiss das nicht. Es gibt keine andere Stimme außer deiner. Wenn du die ganze Zeit fühlst, dass du nicht liebenswert bist, rate mal, was passiert. Das retikuläre aktivierende System wird dich durch deinen Alltag begleiten und jede Kleinigkeit, jeden Schnipsel von Evidenz in deinem Alltag aufsaugen und dien dir bringen wie ein braver Hund, um ihn dir zu präsentieren, da du es ihm befohlen hast. Und so wird sich das Gefühl weiter und weiter in dir manifestieren, dass du nicht liebenswert bist. Alles wird aufgesaugt und dir präsentiert, was irgendwie nur noch darauf hindeuten könnte. Es gibt da auch ein Phänomen, das heißt Bestätigung. Wir suchen Bestätigung, jeder sucht Bestätigung. Der Bestätigungsfehler, was eines der größten Hindernisse darstellt in der Entwicklung der Menschheit. Es werden genau die Menschen ausdauern, die weiterlaufen als andere, stark, die mehr heben, öfter heben als andere und klüger und gebildeter diejenigen, die sich vermehrt mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sie nicht direkt konform gehen oder Neuland ist. Und das ist das Wichtige, sich seine eigene Meinung zu bilden, ohne direkt in die Abwehrhaltung zu gehen. Der Bestätigungsfehler ist das, wenn Menschen vermehrt Aufzeichnungen schauen oder lesen, die genau mit ihrem Filter übereinstimmen. Das verspürt ein angenehmes Gefühl, doch der Schein trügt. Nur im Konflikt wirst du wachsen. Nur da musst du dich reflektieren im Konflikt. Bei Bestätigung passiert kaum Wachstum. Deshalb interessieren viele Menschen das C-Punkt-Thema, weil viele die Bestätigung suchen in Menschen, die das Versagen der Politik aufdecken. Wieso haben wir überhaupt dieses retikuläre aktivierende System? Wenn du über eine Facebook-Seite scrollst, hast du eine Ahnung, wie viele tausende Wörter und Bilder du siehst im Laufe der Zeit. Wenn dein Gehirn jede Information gleich wichtig bewerten würde, würde dein Kopf ganz einfach explodieren. Also das retikuläre aktivierende System hilft deinem Gehirn, es so zu entlasten, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Und das ist der wissenschaftliche Grund, dass du dich so schnell es geht beeilen solltest, dieses System zu programmieren für dich, für deine Zwecke, was du brauchst, was du erleben willst, was du noch sein willst in diesem Leben. Denn deine Zeit ist begrenzt und sie läuft jetzt rückwärts. Viele sind wie ein Boot auf dem offenen Meer, tausende Kilometer weit von jeder Küste entfernt, ohne Kompass. Das Wasser macht mit ihm, was es will. Und so machen es die Medien und die Eindrücke mit dir, was sie wollen. Du wirst werden, was du nicht willst, sondern was die anderen wollen von dir, dass du es bist. Bleib zu Hause, hebe dein Geld nicht von der Bank ab, vertraue nur den deutschen Qualitätsmedien und dein Immunsystem ist Verschwörung. Aber es ist dein Leben. Niemand soll und darf es für dich leben. Jeder hat seine Träume. Jetzt reden wir darüber, wie du das retikuläre aktivierende System reprogrammieren kannst, sodass es für dich und deine Mission arbeitet. Schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist, bis hierhin es geschafft hast. Denn es sind so viele Menschen, die auf dem Weg des Videos gestrandet sind und im Endeffekt, schlimmsten Fall, als Spielbälle der Gesellschaft oder als Boot ohne Kompass enden werden, weil sie sich nicht genau diese 10 Minuten genommen haben, die mir damals geholfen haben, mein Leben so zu verändern, dass du mir jetzt zuhören kannst und dass wir beide voneinander partizipieren und ich dankbar bin, dass du eingeschaltet hast und mich damit natürlich auch unterstützt. Genauer geht es darum, dass dein Gehirn geschult wird, Möglichkeiten zu sehen oder auszusenden und empfänglich zu werden für bestimmte Chancen. So wie das dein Gehirn nach Beweisen sucht, dass es klappt, was du tust und die Bestätigung gibt, dir weiterzumachen. Und das alles beginnt mit der Visualisierung. Schreibe dir deine 10 wichtigsten Ziele für 2021 auf und fange an zu visualisieren. Mache Visualisierungsübungen. So, nun gibt es eine wissenschaftliche Methode, wie man das machen muss. Es gibt 2 Stufen, es ist eine 2-Stufen-Methode. Falls dein Ziel sein sollte, Selbstwertgefühl zu steigern, das ist sehr wichtig, möchte ich von dir, dass du visualisierst, wie dein Leben sein würde in Bildern und wie du dabei fühlen würdest, wenn es bereits geschehen ist. Wichtig ist, du musst deine Augen dabei schließen, denn es soll keine anderen Bilder jetzt Platz finden in deinem Gehirn. Ich weiß, es klingt doof,
Aber ich möchte, dass du deine Augen schließt. Und dann möchte ich, dass du ein bestimmtes Bild, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du dir vorstellst, dass es wahr ist, was du dir wünschst, und dies musst du ganz festhalten. Und dann werden weitere Bilder entstehen. Denn dein Gehirn funktioniert automatisch verknüpfend und es schafft neue Bilder, Kombinationen. Wenn dein Selbstwertgefühl steigt, traust du dich, die Frau anzusprechen, die du schon immer ansprechen wolltest, oder den Mann, den du schon immer ansprechen wolltest, oder deinen Chef bezüglich einer Beförderung. Oder du hältst einen Vortrag zu einem bestimmten Thema, was dir besonders gut liegt, und Menschen applaudieren dir dabei, gratulieren dir dabei zu dem tollen Vortrag. Du siehst dich selber, schlechte Freundschaften zu beenden, weil du jetzt den Mut dazu hast. Du wirst dich sehen, wie du mehr auf deine Gesundheit, deine Ernährung und auf den Sport achtest. Und jetzt kommt Stufe 2. Das ist das Allerwichtigste. Herzlichen Glückwunsch, wenn du bis hierhin dran geblieben bist. Das Wichtige ist aber, dass du jetzt zu den Bildern die Emotion einfängst, die du verspüren würdest, wie es wäre, wenn du diesen Akt gerade ausführen würdest oder diesen Applaus gerade bekommen würdest oder wie die Frau, die du oder den Mann, den du gerade ansprichst, das erwidern würde, sich freuen würde, dass du sie ansprichst. Oder du hast diese Beförderung verdient. Oder du hast den Job bekommen, den du immer wolltest. Oder du hast eine alte Liebe bekommen, nachdem du dich wieder so sehr gesehnt hast. Wie ist das Gefühl, wenn du von ihr zum Beispiel umarmt wirst wieder? Wenn du die erste Gehaltserhöhung siehst auf deinem Konto? Wenn du so gesund bist oder ein Wehwehchen oder was auch immer nicht mehr da ist? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich verdammt gut an. Wenn du das machst, machst du Wissenschaft an dir selber. Es ist höchst wissenschaftlich, wenn man den Mechanismus versteht. Du trainierst dein Gehirn, einen komplett anderen Filter zu benutzen. Und jetzt kommst, kennst du es, wenn du einen Traum hast, wo du nicht weißt, ob er real oder nicht real ist. Das passiert die ganze Zeit, aber keiner sagt es dir. Das passiert auch jetzt. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen den Dingen, die du ihm sagst, beziehungsweise dir vorstellst in deinem Unterbewusstsein und der tatsächlichen Gegenwart. Der Vermittler bist du für das Gehirn. Wenn du deine Rolle perfekt spielst, kann dein Gehirn es nicht unterscheiden und spielt dir in die Karten. Ich sage es nochmal. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen den schlechten Erinnerungen und schlechten vorgestellten Erinnerungen. Wenn du jetzt daran denkst, dass deine Eltern, dein Freund etwas passiert, geht es dir schlecht. Es ist doch verrückt, denn es ist gar nicht so. Aber dein Gehirn wird es als so etwas auffassen und dich verändern, dich schlecht fühlen lassen und Gründe und Anhaltspunkte dafür suchen, dass es tatsächlich so ist. Es ist ein Segen oder es ist auch eine Waffe. Mit Wasser kannst du ein Kind ertränken, du kannst aber auch seinen Durst stillen. Wenn du es immer und immer wieder machst, markiert dein Gehirn deine Visualisierungserinnerung oder die Vorstellung als echte. Und das ist das Wichtigste, denn wenn du eine echte Erinnerung markiert hast in deinem Gehirn, wird das automatisch, wie oben beschrieben, auch dein Filtersystem verändern, weil der Mensch sucht nach Übereinstimmungen, so wie der Bestätigungsfehler, den ich euch oben schon beschrieben habe. Das ist, was ich sagen will, was Wissenschaft ist. Je mehr du visualisierst, Nummer 1, desto größer wird deine Zuversicht sein, weil es sich integriert. Es dauert nur 30 Sekunden morgens und abends in der Alpha-Phase, denn da ist dein Gehirn, dein Unterbewusstsein am stärksten verknüpft mit dem Bewusstsein um den Schlaf herum. Das ist eine Übergangsphase. Da bist du sehr nah an deinem Unterbewusstsein. Und jetzt kommt das absolut Verblüffende. Alleine die Vorstellung, du würdest etwas machen oder ausführen, sorgt dafür, dass du die Fähigkeit dazu bekommst, es tatsächlich zu können oder besser zu können als vorher, bevor du es dir vorgestellt hast, dass du das machst und das Gefühl dabei hast, dass du es jetzt besser kannst. So, und wieso das Ganze wissenschaftlich ist, jenes, damit der Filter sich verändern kann und du die Fähigkeit erlangst, die du vorher nicht hattest, muss dein Gehirn sich verändern. Es wird Neuronen anders verknüpfen, damit es deinem Filter, den du ihm auferlegt hast, gerecht wird. Ihr seid ein Team. Daher ist der Anfang schwer, dauert etwas. Aber je länger du es tust, desto mehr wird es sich manifestieren. Beispiel: Früher hast du versucht, nicht mit deinem Chef in Kontakt zu kommen. Jetzt machst du es konkret, damit sich Situationen ergeben, wo du
anspielen könntest, auf einen anderen Posten, auf eine Gehaltserhöhung, wie auch immer, und dich beweisen kannst. Also alles, was ich von dir möchte, ist, dass du jeden Tag, morgens und abends, dir genau dein Bilderbuch im Kopf von den Dingen, von den Situationen zusammenbindest, die du erreichen willst, und dann zu jedem deiner Bilder das Gefühl, welches du hast, wenn du diesen Gegenstand, diese Fähigkeit oder diese Liebe bekommst, so echt wie möglich fühlst. Je echter es ist, desto näher wird es bei dir sein. Wenn du in deinem Auto die Tür aufmachst, in deinem neuen Auto, wie es darin riecht, wie du deinen Freund darin abholst, wie du in deinem neuen Büro sitzt, deine Beförderung, wie es in diesem neuen Stuhl sich sitzt, in dem du jetzt sitzt, in dem neuen Büro, das erste Mal aufs Konto schauen, wenn dein neues Gehalt kommt, wie fühlt sich das an? Mach das für 30 Tage, deine Träume brauchen nur 30 Sekunden und du wirst merken, du wirst es länger machen, automatisch. Warum? Weil es sich toll anfühlt. Du willst diesen Moment automatisch verlängern und du willst ihn so lange verlängern, bis er Gegenwart wird. Und das ist unaufhaltsam. Es kommt nur darauf an, wie sehr du es fühlst, wie echt du deine Rolle spielst. Und vergiss nicht, all die Dinge, die du dir vorstellst, fühlen sich verdammt gut an. Und das weißt du. Du kannst dir mit deiner Energie vorstellen, dass etwas klappt. Oder mit derselben Energie, dass etwas nicht klappt. Und das Erste ist doch viel schöner. Vergiss das nie, nie, niemals in deinem gesamten Leben. Verschenke niemals deine Filterkapazität für Dinge, die dich nicht weiterbringen werden, die dich entfernen von den Dingen, die du erreichen willst, oder von Menschen, die dich von deinem Weg abbringen mit Negativität. Halte dich von negativen Personen fern, die versuchen, andere schlecht zu machen, um besser darzustellen. Das Beste, was du bist, bist du in deiner eigenen Welt, in der du dich als Held siehst. Konzentriere dich auf dein Ziel. Du hast nur Platz für Positives. Jede negative Energie ist ein Energiebetrag, der aus dem Negativen entzogen wird bzw. nicht dem Positiven gutgeschrieben wird. Vergiss das nicht. Du hast ein bestimmtes Kapital von Energie, die der Vorstellung dienen könnten, dass etwas funktioniert. Oder halt eben nicht. Verschwende nicht dein Kapital. Deine Zeit ist begrenzt. Und am Ende, du kommst mit nichts und du wirst auch mit nichts wieder gehen. Das Einzige, was du hast, sind Erinnerungen. Das ist das Einzige, was du haben wirst. Schöne, schöne Erinnerungen. Wenn du einen Baum, einen Ast abschneidest, dann wird dieser Baum dich nicht zurückhauen. Er wird die Energie gar nicht darin nutzen. Denn die Energie, die er geben würde, damit er dich haut, nutzt er, um einen weiteren Ast auszubilden. Immer verfolge diese Theorie. Die Natur ist das, wo wir herkommen, und diese gibt uns die Bilder davon. Du hast nur Platz für Positives in deinem Leben. Jegliche Art von Menschen, die Negatives in die Welt bringen, haben keinen Platz in deinem Leben. Denk an meine Worte, denk an dich, schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn du mir dankbar dafür sein willst, für meine Lebenszeit, die ich dir gebe und ich dir helfen konnte. Unterstütze mich sehr gerne auf purazell.de, denn davon lebe ich und davon ist das alles möglich, was ich mir aufgebaut habe, damit ich weiter Videos für dich auf kostenloser Basis machen kann. Dankeschön für deinen Support, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Und ich hoffe so sehr vom ganzen Herzen, dass du mir bald irgendwann schreibst und sagst, hey Patrick, es ist wirklich wahr geworden. Es ist verrückt und es war so bei mir und ich schwöre es euch, wenn ich was sagen kann, dass das funktioniert hat und funktionieren wird, wenn du es willst.